Hallo, willkommen zurück zu Turmoil. Wir holen uns ein neues Stück Land. Und guck mal, wie es läuft. Oh, da ist viel los, ne? Ja, die wollen alle hier direkt daneben. Ich biet mal nicht höher. Ich gehe einfach hin. Wird schon passen. Und dann Abmarsch. Du kannst ja auch auf Pause drücken. Okay. Ich hole mir jetzt doch noch ein paar Wünschelruten Kollegen. Vielleicht einen random Maulwurfen. Zwei random Maulwurfen hier auf den Seiten. Dann gucken wir mal. Ich weiß auch nicht, ob es. Also ob man einfach durch ein durch ein Ölfeld durchbohren kann. Und es fördert, oder ob das so ein Endpunkt dazwischen sein muss. Ich bohre jetzt einfach mal. Weil es ist natürlich, wenn du hier 113 zahlst und bis hier 200, wenn du hier aufhörst und hierhin, das ist natürlich deutlich teurer. Okay, du musst in der Pocket sein. Okay, das ist so eine kleine Pocket. Das ist auch nicht so prickelnd. Andererseits besser als nix, ne? Wobei. Aber er winkt. Ach so, weil ich das nicht angezapft habe, ne? Ich will jetzt erstmal so viel haben, um ein Silo zu kaufen. Ja, die Maulwurfen. Das reicht um 7 Dollar nicht für ein Silo. Echt jetzt? Also. Ich glaube, ich hole mir auch. Ah, reicht nicht. Jetzt noch Pferde. Will ich das anzapfen? Kohle. Eieiei. Das ist auch sehr, naja, unvorteilhaft, aber immerhin sind wir jetzt angeschlossen. Kaufen wir noch schnell, wenn es geht. Ja, er winkt immer noch wegen dem Ding, ne? Ich frage mich halt auch. Was macht mehr Sinn? Er findet jetzt auch nichts mehr. Heißt das, wir haben eigentlich nur diese drei Teile? Oder sind die vielleicht zu tief? Ah, warte mal. Wenn ich jetzt noch einen Maulwurf hier in die tieferen Felder ich habe nicht das Geld für die Maulwurfen, ne? Dann hole ich mir mal ganz kurz Geld für die Maulwurfen. Und schicke die einfach mal ein bisschen hier runter noch. Steigt das noch? Ja, das steigt noch. Okay, hier unten haben wir was gefunden. Ob sich das rentiert, ist die andere Frage. Bohren wir mal. Kann man auch überlegen, ob man sich dickere Rohre holt. Direkt hier zum Beispiel, wenn das groß sein sollte. Bei dem hier, ich glaube, das reicht. Komm, wir machen direkt ein dickeres Ding. Und hier vielleicht auch? Ja, eher nicht.
ich fast sagen. Wir sparen uns mal mit dem Zeug an, ne? Sind wir doch bei 82. Okay, die zwei liefern wir noch ab und dann werden die Silos gefüllt. Dann warten wir, bis Left Inc. auf einen Dollar hochschießt. Hoffentlich. Bis zum 30. Juni. Okay. Dann wird vergrößert. Dieser Peitschenknall, ne? Oh Mensch. Ich warte, bis die Silos voll sind. Oder sollen wir schon mal ein paar hier rübersetzen? Ja komm, machen wir mal zwei hier rüber. Der Rest füllt noch auf. Naja. Unsere Silos sind voll. Wir pumpen gerade ein bisschen schnell. Okay, machen wir die ganze Herde hier rüber. Vielleicht. Wie zapfen wir da noch das Ding an, ne? Ja, komm. Machen wir noch. So, letzter Monat. Ich bin eigentlich halbwegs zufrieden, wie das jetzt gerade läuft mit der Pumperitis. Wir könnten ja... Ah, warte mal, das rechte geht hoch. Okay, lass es mal noch ein bisschen Silo auffüllen und dann hier nach rechts rüberspringen. Was haben wir jetzt schon? Ja, komm. Ich weiß ja doch nicht, ob sich das jetzt gelohnt hat, ne? Ich würde fast sagen, nein. Okay, du bist leer. Die Musik, ne? Das ist schon irgendwie cool. Oh, Leute. Okay. Das war fast knapp, würde ich sagen. Auch jetzt aus dem Silo rausziehen, ne? Ihr sollt einfach das hier verhindern. Ich weiß nämlich, dass es Strafzahlungen gibt, wenn das überfließt, ne? Das habe ich gelernt. Vor zig Jahren mal. Wow, ist hier viel Öl gewesen noch. Aber ich bin zufrieden mit 12.000 Einnahmen. Ja, nice. Komm in meiner Bar, mach es dir bequem, misch dich unter das Volk. Vielleicht hat jemand ein interessantes Angebot für dich? Bei Riot Inc. kann der Preis noch besser sein. Für eine kleine persönliche Spende wird unser Preis für das kommende Jahr über 1 bleiben. Wow, okay, das ist cool. Niedrigere Zinsen. Das hier ist eigentlich ganz cool. Immer ein Dollar? Für das kommende Jahr? Ja, wir sind immer ein halbes Jahr da drauf, ne? Oh, Ha! Wäre das so ein permanentes Ding gewesen, wäre das saftig gewesen, ne? Aber so? Ich glaube, ich will größere Wagen haben. Schauen wir mal. Ja, die hatten viel Potenzial.
Oh, du Sausack. Dann nehme ich halt das hier. Ach, ich habe zu wenig Kohle? Oh, come on. Ich dachte, wir zahlen... Habe ich die 2000 nicht gehabt? Oder muss ich extra zahlen, weil ich ein zweites Mal irgendwo draufklicken musste? Okay, Fester, kannst du deinen Wagen aufrüsten, um mehr Öl zu transportieren? Einfach hier klicken zum Kaufen. Bitte was? Jedes Mal? Oh man, denk daran, dass dieses Upgrade nur für die Dauer des Levels gilt. Ja, moin auch. Erster Januar bis 31. Dezember. Okay, krass. Glaubst du, dass kein Öl mehr unter der Erde ist? Klicke auf das Schaltersymbol und tritt von der Verpackung zurück. Beendest du das Level vor dem 1. Dezember, erhältst du einen Bonus. Oho. Ich glaube, dass es etwas schneller vorangeht. Hier klicken. Ja, wenn das jetzt ein ganzes Jahr dauert, ne, könnte man schon sagen, wäre nicht verkehrt. Jungs, findet mal. Könnten die auch schneller machen, ne? Ah, okay. Packen wir hier ein Silo hin. Du hast hier noch mehr gefunden. Ja, moin. Ja, dann graben wir hier noch weiter runter. Ja, ich glaube, ich muss mal ganz kurz notgedrungen verkaufen. Einfach um auch hier rechts weiter bohren zu können, ne? Natürlich ärgerlich, für so einen Preis zu verkaufen. Hier wird gerade gar nicht gefördert, weil einfach das Rohr zu dünn ist. Ich muss aber... Mann, ich brauche noch ein Pferd. Ah, ist das mies. Ja, hätten wir jetzt das gekauft mit der... Es wird immer ein Dollar sein, mindestens, ne? Ob du da dann 5000 rauskriegst, ist die andere Frage. Also, weißt du, die Investition, dass sich die auch rentiert. Okay, rechts wird es angenehm vom Preis. So, gleich noch mehr Pferde kaufen. Und dann kaufe ich mir auch das Ding hier. So, alles darüber, was geht. Aber das war vielleicht auch ein bisschen... Ich hummel mal noch ein paar von den Kollegen ran. Mal gucken, wann einer pfeift. Hier pfeift einer. Ja, machen wir mal noch einen Rick. Maulwurf und guck mal, ob hier unten noch was ist. Okay, angezapft, passt. Aber das sieht nicht unbedingt groß aus. Hier ist tatsächlich noch was. Das lassen wir so klein.
Der ist abgehauen. Der hat nichts mehr gefunden, oder was? Okay, hier ist noch mehr. Oh shit, da ist richtig viel. Ich glaube, da gehe ich mal mit Zweien rein. Und zwar doppelt gemoppelt. Warum kommt... Achso, weil hier noch gebohrt und gefördert wird. Es wird... Scheiße, ich habe keinen Platz mehr für ein Silo. Ich wollte sagen, kann ich das hier reinbauen? Nein. Ja, ich glaube. Dann zwangsweise mal kurz darüber. Warum geht das Bild immer weiter runter? Seht ihr das? Wenn ich beschleunige, dann geht es immer weiter runter hier. What the hell? Soll das so sein? Ich glaube nicht. Stark, dass das so weird ist. Also irgendwie ist es lustig, aber irgendwie ist es auch beklemmend. Nö, ich glaube, hier ist gleich kein Öl mehr da, wenn das leer ist. Ach, wir müssen hier vielleicht mal mehr rausholen. Nee, die finden nichts mehr. Ich würde gerade sagen, warum sind hier Grabsteine? Ja, nee. Keine Grabsteine. Okay. Alles verkauft. Und dann kann ich sagen, rückgängig machen oder wie? Fertig. Okay, krass. Das erste Mal alles rausgesaugt, ne? Sind ein Gewinn von mehr als 25.000. Stark. Und alles Öl rausziehen. Okay, vorzeitiger Rückzug nochmal 1000, alles Öl 1000 und alles Öl verkauft nochmal 1000. Ja, stark. Gefällt mir. Hast du das Gefühl, dass deine Ölförderung Raum für Verbesserungen bietet? Geh zu den Bürgermeister-Tipps und ich werde dir helfen. Was? Bürgermeister-Tipps? Erhalte wichtige Tipps vom Bürgermeister kostenlos. Neben dem Schwenken meines Huts gebe ich auch ein paar Tipps kostenlos. Das sind dann kleinere Dinge. Stell dir sicher, dass du immer in Daphne's Saloon vorbeischaust. Die Angebote ändern sich von Jahr zu Jahr. Ach so, das ist... Ah. Das ist ein Tipp. Boah, wir müssen nicht den Boden eines Ölvorkommens erreichen. Okay. Danke, das haben wir auch rausgefunden. Ja, hier wird nur so schnell gepumpt wie das engste Rohr der Kette. Das ist auch klar gewesen. Was? Falls du kein Öl in aufgedeckten Böden unter einem winkenden Wünschelrutenträger siehst, warte ein wenig, damit das Bodenniveau sich weiterheben kann. Ist das Absicht, dass das Level immer weiter nach oben geht, oder was? Okay. Krass. Ah, niedrigere Zinsen müssen sie sein. Okay, was haben wir denn hier? Mehr Breite... Größere Silos wären interessant.
Da hatten wir ja gerade so ein bisschen Probleme, ne? Dann in der Werkstatt. Die würden tiefer... Nee, die sollen schneller sein. Definitiv. Mehr Maulwurfzellen. Was ist das denn? Ein Scanner? Um was aufzudecken? Ja, krass. Das gefällt mir. Machen wir aber noch nicht. Die Herdengröße machen wir jetzt auch nicht. Ja, nö, dann... Gehen wir mal zur Landauktion. Ja, die wollen jetzt alle... Nicht unbedingt, ne? Die wollen alle hier runter, wegen dem Zeug hier. Dann bin ich hier oben hin. Dann zahle ich halt hier. Biete jemanden bei der Landauktion. Okay. Ach, da siehst du, was die sich geholt haben an Zeug. Ja, die werden irgendwann doch bestimmt ausrasten. Irgendwann rasten die doch komplett aus. Auf den Button über dem Silo, um die Speicherkapazität zu erhöhen. Okay, cool. Ja, die Windschlurrutendinger sind schneller, haben wir gelernt. Schauen wir mal, wie viel schneller. Auch nicht so viel schneller. Absolut nicht so viel schneller. Also die brauchen immer noch bis zum 11. Januar. Ohne Witz jetzt. Haben wir mal nicht so weit runter. Hätte ich mal doch ein bisschen weiter graben sollen, ne? Was ist los mit dem Hund schon wieder? Du hast auch was gefunden. Okay, super. Ich mach es trotzdem erstmal noch ein Pferd hier hin. Der bleibt da hier stehen, ne, bis wir da was reinklatschen. Oh, wow, du bist auch... Ihr steigt beide? Okay, machen wir 2-1. Natürlich, der von rechts fährt nach links und die von links fahren nach rechts. Das ist doch... albern. Absolut albern. So, dann wissen wir hier zumindest schon mal Bescheid, dass wir da was brauchen. Und hier machen wir direkt die Rohre dicker. Oh, shoot. Fast ein bisschen weit. Ja, definitiv weit. Hier auch mal ein Silo hin. Oh, süßes. Süße Erweiterung. Brauchen wir nochmal zwei von denen. Also Preise sind momentan gut. Das macht mir so ein bisschen Angst. Dass die demnächst richtig abkacken werden. Rüsten wir doch mal die Wagen noch auf. Das war etwas knapp gerade. Du hast noch was gefunden. Ich frag dich jetzt nur, wo, ne? Ah ja. Das wird der gewesen sein, ja. Okay, und hier ist auch noch was. Maulwurfen hier, Maulwurfen da.
hier noch ein schickes Silo. Alright. Preise sinken, sinken, sinken. Alter, ich muss kurz was verkaufen. Einfach um mehr Silos hinzuklatschen, ne? Das links ist mir noch so ein bisschen. Suspekt. Okay, hier gibt's Kohle. Richtig Kohle. Oh, hier ist was gefunden worden. Nice. Aber 1,37 ist stark. Das sollten wir vielleicht auch erweitern. Okay, das rechte wird definitiv auch über den Preis kommen, hä? Huh? Ja, wobei, 1,7. Nee, das stagniert schon. Wir müssen darüber. Also hier ist nichts mehr zu holen. Und die Wünschelruten-Dudes haben auch nicht großartig was gefunden. Ich schmeiß mal noch ein paar Maulwürfen hier hin. Bisschen übertrieben. Ah, hier ist noch was. Okay. So, dann können wir den auch noch mal hier hinschmeißen. Wie schaut's aus preislich? Also unsere Silos, ja. Soll ich noch eins bauen? Ich baue noch eins. Okay. Alles verkaufen, was geht. Das ist fast ein Silo übergelaufen, oder was? Na, wobei. Ja, ich glaube wirklich, dass hier kein Öl mehr ist. Aber schau mal. Tatsache, ne? Das sieht nicht so aus. 1000 hauen wir uns mal nicht. Ja, ich glaube, es ist leer. Okay. Nice. Ja, immerhin die 2000 Bonus gekriegt, ne? Wusch, 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 wusch. Für 2000 wird rechts immer über 79 bleiben. Hm. Ja, komm. Machen wir das mal. Noch mehr Pferde muss, glaube ich, nicht sein. Haben wir? Ach so, ein bisschen schneller sind die gewesen, ne? Wir kaufen uns mal den Scanner. Bin gespannt, was das wird. Und eine neue Silo-Größe? Ja.
dann... Sehen wir uns in der nächsten Folge. Sind wir bei einer halben Stunde. Leute, macht's gut, bis dann, ciao.